Ja, hallo, wir sind wieder bei Bulletstorm und wir waren unterwegs zu der Absturzstelle von Ulysses. Hier ist nichts! Such weiter vorne! Gefunden! Willst du dafür jetzt vielleicht einen Preis? Komm in die Gänge! Wir marschieren kopfüber in die Scheiße! Irgendetwas ist da sicher noch, oder? Bin ich allein los. Was ihr Wichsköpfe hier vor euch seht, ist der Schmutzberg. Verdammt, das war kein Witz. Groß genug für 1000 Insassen. Für 28.000, um genau zu sein. Was ist das für ein Giftmüll? Ein Nebenprodukt der Gammafilter der Stadt. Die Verwaltung hatte hier unten zwischengelagert, während sie die Berge aufgraben ließ, um den Dreck loszuwerden. Nichts als gemeine Scheiße in den Bergen. Naja, die Knastvögel wurden krank, sind gestorben und mutiert und all dieser Kram. Also haben diese debilen, kriminellen Sackratten entschieden, zu rebellieren und die Gammafilter zu zerstören. Keine Filter mehr, kein Giftmüll mehr. Und nichts, um sie vor den Stürmen zu schützen. So weit haben diese Knackis nicht gedacht. Was ist jetzt noch hier unten? Nein, bekommen wir immer noch nicht. Auf. Puh, geile Models mit dicken Titten und Gelbfieber. Woher zur Hölle soll ich das wissen? Ich habe keine plötzlichen Bewegungen. Dieses klapprige Scheißteil wird gleich. Verdammt! Verfickte Scheiße! Das Zeug hier! Höchst radioaktiv! Wollt ihr euch hier vielleicht noch eine Spülung machen? Oder bewegt ihr jetzt eure Ärsche? Haltet! Den Atem an! Das ist der Trunk, also komm jetzt. Ich glaube, sie müsste auch so grüne Knoblauch sein. Kleidung und alles missisch. Ihr Wichser taucht auch immer zum miesesten Zeitpunkt auf! Ui! Sieben wieder. Sieben etwa. Es tut gut, wieder im Spiel zu sein. Sie sind wieder gesund. Ohne Mutation. Hast du das gesehen? Ich empfange nicht das Geringste. Und etwas Grünes. Ich könnte Hilfe brauchen! General, hier lang. Mir nach! Thank you.
vorne. Wow. Was war das zu mies? Ich bin schlecht gestanden. Also ich wollte dort in die Dinge hineinschießen, die Armee war, aber es hat nicht geklappt. Aber es wäre echt nicht so schwer. Sicherere Variante gesehen. Sofort tödliche Stellen suchen. Hier oben. Roboter weg. Sind die einen auf der Fast genommen? Ihr Wichser könnt nicht mal vernünftig die Umgebung im Auge behalten. Aber egal, hier unten ist eine Tür, die vermutlich. Hoffe, der stirbt. Schwingt eure Ärsche hier runter, ihr Säcke! Es gibt Ärger! Auf der anderen Seite ist ein Gerüst. Na los! Ich habe 10 Jahre lang davon geträumt, Serrano umzulegen. Und jetzt rette ich ihn? Du hättest ihn töten können. Die Gelegenheit war da. Ich muss dich hier rausbringen. Etwas wieder gut machen. Als wir vor Jahren die Wahrheit über Serrano rausgefunden haben,
hätten wir in die Außenquadranten verschwinden können und wären sicher gewesen. Aber ich hab dich bis in die dunklen Ebenen geschleift, um den General zu jagen. Ich weiß, Ishii. Das sehe ich anders. Bei deinem Wunsch, Serrano für seine Verbrechen zu töten, ging es niemals um Rache. Es war eine gerechte Mission, um Vergeltung für seine vielen unschuldigen Opfer zu üben. Du hast uns in diese Mission geführt. Unsere Chance auf Erlösung. Und ich wusste immer, dass ich für dieses Ziel sterben würde. So ehrenhaft sind meine Motive nicht. Was auch geschieht, was ich auch sage, wenn ich die Kontrolle verliere. Eins weiß ich, du bist mein Bruder. Ich bin dir aus freien Stücken gefolgt. Und ich gebe dir nicht die Schuld. Noch nicht. Erinnerst du dich an den Novak-Auftrag? Das kleine Mädchen, Novaks Tochter, das ist Trishka. Und ich konnte nicht verhindern, dass Serrano sie tötet. Ich hatte keine Ahnung. Also, wir werden an Bord des Rettungsschiffs gehen. Aber sobald wir von diesem Drecksloch runter sind, skalpieren wir dieses miese Dreckschwein. Der wird genau das gleiche mit euch vor. Hm? Da kann man gut etwas reinschiessen. Creeps! Über uns! Hier in Deckung! Verdammt, das klappt nicht! Schießt es die Person auf mich an? Ist das da bist. Da wäre ein Sprengfass. Bin ich immer aus? Ich kann nicht reinschießen. Bin ich immer doppelt aus? Ich bin ein links aus. Das ist neu, das sind zwei Richtung aus. Wenn man weiß, was sie macht, ist es nicht wieder einfach. Hey! Sie schneller als ein Hobel. Hat er jetzt irgendwie nicht geschafft. Hey! Hinter uns! Bleib an! Hat so der Kill daneben. Hey,
alle das Metall geschafft. Hey, die Arbeit ist erledigt, General. Du kannst jetzt aus deiner vollgepissten Feiglingssäcke rauskommen. Ich habe die Säuberung des Schiffs schon immer den scheiß Untergebenen überlassen. Hast du das gehört, Ishii? Unser guter General ist zu einer riesigen Memme mutiert, seit er durch diesen radioaktiven Schleim gewartet ist. Komm schon, in den Tunnel davon. Ich hoffe nur, unser Riesenarschloch passt da durch. Hier hat es noch Muni und so. Das wäre doch so eine typische Stelle, wo irgendeine Flasche oder ein Roboter versteckt ist. Ein User-Roboter. Oh la la. Was passiert, wenn ich da drauf schieße? Hier ist überall dieser toxische Schleim. Jetzt wissen wir, was die Insassen zu diesen Freaks gemacht hat. Eine Mission, toxische Schleim. Einen Scheiß wisst ihr! Du bringst hier Bürger der Konföderation um, Junge! Die Touristen, die das Evakuierungsschiff verpasst haben, sind hier runtergekommen, um sich vor den tobenden Knackis an der Oberfläche zu verstecken. Mein Gott. Du hast vielleicht gerade eine nette Lehrerin umgelegt. Eine Mutter von drei Kindern. Du solltest lernen, die Freude in deiner Stimme besser zu verbergen. Ich hab Schiss drinnen durch. Sicher auch schiessen, so einen Haken. Und schon wieder. Geht's nicht. Du musst wirklich so reinhämmern. Die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Die haben Angst. Vermutlich ist Grace liebe Mutter hier irgendwo und sehnt sich nach Zärtlichkeiten. Ui, die flüchten. Seht euch die Scheiße an, die brennt sich durch den Fels. Die Mutation ist voller radioaktiver Hämolymph. Bleib in meiner Nähe. Die flüchten vor diesen Viechern. Das wird herrlich. Schönes Blut, so Neon. Neon-Orange. Jetzt kommen noch Aliens. Ist ein ganz mieses Juju. Mein Arsch juckt total.
Das war noch nie ein gutes Zeichen. Da, der Aufzug funktioniert noch. Die Dinge nicht abziehen. Ich klicke es kurz an und schaue bei meinem Bohrer. Ja, jetzt darf ich den Bohrer. Da kann es losgehen von mir aus. Lass sie nicht in die Nähe der Zahnräder, sie schmelzen sonst noch die verfickte Turbine ein. Oh. Was ist denn das? Soll ich besser schießen? Ich bin schon leer. Das war's. Wir können uns keine Fehler leisten. Hey. Leben! Der Antrieb ist völlig verrottet. Konzentrier dich aufs Schießen, du Schlappschwanz! Erbärmlich! Ich muss die beiden Sichten machen. Oder die Sichten machen. Das ist sehr. Scheiße! Zwei Dürre. Zu viel, um sie aufzuhalten! Die Kammer ist verschließbar! Schnell da! Na los! Das ist doch noch Mumie. Ui, das ist drüber raus. Ah, zu langsam. Scheiße! Ich muss mal zurück auf Munition haben, schnell. Aber ich glaube, die killen die gerade in einem. Aber das ist wahrscheinlich mehr gescriptet. Nein, jetzt darf ich nochmal. Jetzt darf ich den Scheiß nochmal. Ah, da kriegt der Strom. Jetzt hat er schon eins verloren, nur vom Drauflaufen. Wollen den Aufzug zerstören! Die kleinen Sackratten machen Jagd auf uns! Lass sie nicht in die Nähe der Zahnräder, sie schmelzen sonst doch die verfickte Turbine ein! Kannst du nicht besser schießen? Nee! Hab die falsche Muni. Nee! Die falsche Waffe ausgewählt. Wir können uns keine Fehler leisten! Daneben! Hab die zwei Gottes. Der Antrieb ist völlig verrottet! Konzentrier dich aufs Schießen, du Schlafschwanz! Erbärmlich! Ich muss immer nachladen, okay. Zu viel, um sie aufzuhalten! Die Kammer ist verschließbar! Schnell da! Na los! So, jetzt machen wir mit Munition. Das ist es gewesen, ich hätte die raus müssen. Das war viel zu knapp.
Ein Scheiß war das! Mein Wie willst du denn erst zittern, wenn du mal in einen richtigen Kampf kommst? Du strengst dich zu sehr an, General. Entspann dich. Lass zu, dass sich die Überkompensation ganz natürlich entwickelt. Wir müssen da runter. Der Stahlseil dieses Krans da müsste uns halten. Hier ist kein Zeitdruck. Aber es glaube ich nichts zu finden hier. Also. Schlappschwänze, mein Baby ist da vorne. Wie sind wir in der Zeit? Genauso beschissen, wie deine Fresse aussieht, wenn wir nicht bald da reinkommen und die Bombe entschärfen. Sind wir alle tot, schon verstanden. Ich schätze, meine Crew ist bereits tot. Tot dank Grayson Hunt. Jetzt kannst du deinem Strafregister auch noch Massenmord hinzufügen, Hunt. Was denn? Keine schnippische Erwiderung? Kein Klugscheißergeschwätz? An Bord der Ulysses waren über 700 Seelen. Ihr seht sie hier vor euch. Lass es gut sein, Serrano. Das hier waren menschliche Wesen, die du getötet hast, Gray. Sie hatten Familien, Menschen, die sich auf sie verlassen haben. Weißt du, wie viel Leid du damit im ganzen Universum verursacht hast? Ich würde sagen, wir hatten beide unseren Anteil daran. Aber wir reden hier nicht über mich. Was wir hier vor uns sehen, sind nicht die Leichenstapel derer, die ich getötet habe. Recht! Einige wurden gefressen. Andere wurden verstümmelt, bevor mit ihnen herumgespielt wurde. Die Burnouts sind hier. Ich habe Lust, was zu erschießen. Töten ist eben alles, was du kannst. Mal los. Ich habe das Gebiet erfasst. Es gibt nur einen Weg hindurch. Folgt mir! Der deutsche Stachel geschossen. Warum so schweigsam, Hunt? Hier gehen wohl die ganzen Leichen nicht aus dem Sinn, was? Mir steht gerade der Sinn nach noch einer.
Gebäude ist durch das Gewicht der Ulysses gewaltigen Belastungen ausgesetzt. Sollten wir uns deshalb Zeit lassen? Ein Nickerchen halten? Du hast die Führung, also gibst du auch das Tempo vor, Ishii. Was kann mit einem Move? So ist er mit dem Motor. Ah, hier. Auch nicht? Hier. Mal